Schöne, das Gute, das Große, das Unfassbare, die Botschaften der Natur. So nannte Marc Aurel das in seinem Gedicht Jugend und Alter. Guck dir unbedingt meinen dritten Film auf dem YouTube-Kanal 70 und mehr an. Und wenn ich mir die Welt anschaue, die Natur, das Unfassliche, dann ist es für mich klar, dass es dort etwas Höheres gibt. Mögen wir es nennen, die universelle Intelligenz, Gott, das Schicksal, die Fügung und so weiter. Ja, mein Freund Helmut würde sagen, Michael, nun bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen. Das Leben ist ein biophysikalisch-chemischer Prozess. Ja, sage ich, Helmut, hast du schon recht. Wir Menschen bestehen aus einem Körper mit 70 Billionen Zellen. In jeder Zelle findet pro Sekunde 100.000 chemische Reaktionen statt. Das macht chemische Reaktionen pro Sekunde mit einer Zahl von 70 und 18 Nullen. Ja, unglaublich. Braucht man da kein Zellbewusstsein, um da eine Ordnung zu schaffen? Helmut sagt, jetzt hör doch mal auf. Die Realität ist sicherlich erklärbar. Und ich brauche da keine Seele. Die kann ich eh nicht sehen. Ja, stimmt, Helmut. Mit dem Sehen bei uns Menschen, das ist eh schwierig. Wir sehen nur das, was wir wollen. Wir haben einen Wahrnehmungsfilter. Wir sind geprägt und konditioniert von den ersten Lebensjahren, in denen wir aufnehmen, ohne dass wir das Bewusstsein haben, etwas zu ordnen und zu, ja, einzukategorisieren. Und dann kommt noch unsere beschränkte Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge. Ich stehe hier zwar am See, aber im Prinzip dreht sich die Erde. Und die Erde dreht sich mit 25 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Die Sonne fliegt mit 250 Kilometer in der Galaxie herum. Und die Galaxie bewegt sich mit 600 Kilometer im Universum. Ja, das ist doch genial. Meint Helmut, irgendwann wird man das ja wohl erklären können. Und es reicht ja, wenn du schon mal die Realität hier auf Erden siehst. Ja, da hat er natürlich recht. Es ist etwas schwierig, an Sachen zu glauben, die nicht sichtbar sind. Die Natur des Menschen, ob jemand ehrlich ist, ob er wahrhaftig ist, zeigt er eine Fassade? Da geht er vielleicht noch zum Schönheitschirurg. Oder ist er echt? Was macht das Menschliche aus? Da brauchen wir auch Gespür. Da brauchen wir das Gefühl. Ja, das Wichtigste. Das ist vielleicht doch unsichtbar. Der Vorteil ist jedoch, wenn ich mich mit der universellen Intelligenz verbinde, dann gehe ich davon aus, dass alles zu meinem Besten kommt. Ich gebe eh immer mein Bestes und ich gehe vom Besten aus. Und wenn es manchmal nicht gut kommt, dann wird es so sein, dass es noch besser kommt. Denn ich kenne ja nicht die höhere Ordnung, ich kenne nicht den Willen Gottes, ich kenne nicht die Tiefe und die Dimensionen des Schicksals. Und letztendlich, wenn ich mit der universellen Intelligenz verbunden bin, dann führt dies zur Synchronisation, zur Koinzidenz, zur Einheit mit dem nicht erklärbaren, mit dem Willen Gottes. Wichtig ist zunächst mal, die Fülle unseres Lebens zu sehen und jeden Tag ein Gebet zu sprechen. Und laut Meister Eckhart reicht ein Wort. Und dieses eine Wort im Gebet heißt Danke.